hier nie wieder raus. Hauptsache, ich werde die Ananas los. Hallo, Entschuldigung, ich suche Herrn Schwertfeger. Herrn Schwertfeger, ja, Herrn Schwertfeger. Vielleicht, wenn Sie da lang gehen, probieren Sie es mal. Danke. Ah, hallo. Wo finde ich denn jetzt Herrn Schwertfeger? Das bin ich. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe etwas. Sie werden begeistert sein. Vielleicht kommt es sogar von hier. Aha. Ein Erbstück. Schauen Sie sich das einmal an. Eine Ananas. Lecker. Ja, da sind Sie hier genau an der richtigen Stelle. Ja. Das ist eine Art von 2.500 Arten Ananasgewächse. Und davon haben wir eine ganze Menge. Kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen was, was Sie noch nie gesehen haben. Fantastisch. Ja, danke vielmals. Ja, ich hatte ja vor allen Dingen die Hoffnung, dass Sie sie vielleicht behalten möchten. Vielleicht wollen Sie sie ja hier. Wir haben nicht nur die, die Sie da jetzt in der Hand haben, die man auch aus dem Laden kennt, die man essen kann. Gucken Sie mal, wie vielgestaltig die sind. Die kann man längst nicht alle essen. Die waren natürlich im 18. Jahrhundert super in, dann für die Königshäuser, Herrscherhäuser und aber so weiter. Die kann man nicht essen. Die kann man nicht essen. Aber super schön, ne? Ja. Und was ist das da? Das sind ja so, hängen die dann in Brasilien oder Bolivien oder Ecuador oder Peru in den Bäumen als Aufsitzerpflanzen. Aufsitzerpflanzen. Und ja, die hocken da oben auf den Balkonen des Waldes. Und diese hier zum Beispiel gibt es in der Natur schon gar nicht mehr. Wieso das ist sozusagen ein pflanzliches Wiesent. Die gibt es nur noch in Menschenobhut. Die ist ein einziges Mal nur in der Geschichte gefunden worden in einer Gegend, brasilianische Küstenregenwald, haben Sie schon mal gehört, die jetzt eigentlich fast schon nicht mehr existiert. Und diese Pflanze wird man nie mehr in der Natur finden. Die haben wir nur noch in botanischen Erden. Kann man sie denn essen? Man kann die vielleicht auch essen, ein bisschen mickrig, ne? Also da würde ich die dann mehr empfehlen. Ja. Und ja, super schön. Bromelien, Ananasgewächse, eine unserer Spezialitäten. Ja. Und diese hier, was können Sie mir denn zu der sagen? Ja, heute gibt es die auch im Handel, können Sie die im Laden kaufen. Früher war das natürlich was für die Fürstenhäuser, da lag das auf der Tafel und dann hat man seine Nachbarlords und Herzöge eingeladen und die sahen dann, da ist aber Reichtum, wenn die eine Ananas auf dem Tisch haben. Ne? Also so eine Bedeutung. Aber sowas gab es noch nicht. Nein. Was ist das jetzt? Das ist auch ein Ananasgewächs, hier sieht man die schönen Blüten gerade. Ja, und die botanischen Gärten spezialisieren sich und eine unserer Spezialitäten sind die Ananasgewächse oder Bromelien. Apropos, ich habe noch was, nämlich ein Notizbuch. Es ist sehr alt, über 100 Jahre und Oha. Da sehen Sie ein paar Zeichnungen, vielleicht helfen die ist Ihnen. Das ist ja super cool. Bei der Bestimmung dieser Ananas. Das ist ja super schön. Da gerate ich aber ins Schwärmen. Ach, ist das schick. Ja. Genau, da wurde dann sowas skizziert, liebevoll. Ja, super, hier, Frisea carinata, schick. Toll. Das ist natürlich schon Botanik auch noch, aber vor allen Dingen Kunst. Ne? Da müsste man jetzt einen Sachverständigen haben, der dann sagen kann, das ist dann und dann gezeichnet und mit der und der Story dazu. Müssten wir eigentlich weitergehen, da haben wir die Kunstsammlung. Wir haben ja hier an der Uni alle möglichen sehr interessanten Sammlungen. Gleich wenige Schritte von hier ist die Kunstsammlung. Wenige Schritte, das ist gut. Also Sie sagen, mit diesen Zeichnungen und Totenpflanzen haben Sie gar nichts am Hut, sondern... Ja, wir stehen mehr auf die Lebenden, genau. Aber die anderen, die haben hier auch ganze Sammlungen. Ja, schick. Das ist ja toll. Wo ist denn die Kunstsammlung, wenn Sie sagen, sie ist nicht ganz leicht. Sie gehen durch den mittleren Tunnel. Ja. Da haben Sie dann links und rechts Rhyopterus Felix Mars. Und dann gehen Sie, das ist in Philadelphus gerade, riechen Sie auch, gehen Sie links rum. Und dann Lysimachia ist dann links am Weg, gehen Sie weiter. Dann kommt natürlich Nymphaea und Nupha und so weiter, was in den Teichen ist. Und dann finden Sie das. Sagen Sie, wäre es vielleicht möglich, dass Sie mir das zeigen? Ging zu schnell. Ja, das kann ich noch zeigen. Das ist ja nett. Vielen Dank. Ja, ich komme mit. Danke. Viele Bromelien es gibt. Und jetzt noch die Kunstsammlung. Aber ich bin sicher, da... Und vergessen Sie Ihre Ananas nicht, ne? Ja, das sind dann also diese Zeichnungen, von denen ich erzählt habe, von Ananasgewächsen. Die sind ja fantastisch. Also und die kenne ich überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, Zeichnungen von Ananasgewächsen haben wir in der Kunstsammlung Zeichnungen überhaupt nicht. Wir haben Zitrusfrüchte. Hier zum Beispiel beim Herkules im Garten der Hesperiden
Und Italien 16. Jahrhundert ist übrigens auch unser Highlight. Zeichnung von Sandro Botticelli, den kennt man von der Venus, die in den Uffizien hängt. Wir haben eine der echte Zeichnung. Der Botticelli, von dem haben wir eine Zeichnung. Die ist aber sicher verwahrt im Depot, die ist sehr wertvoll. Hm. Geht dies Jahr als Leihgabe nach Paris sogar. Mhm. Letzten Endes gibt es hier in der Kunstsammlung keine einzige Zeichnung mit einer Ananas. Nee, also wie gesagt, Zeichnungen von Ananasgewächsen haben wir überhaupt nicht. Das ist eine Marienkrönung hier. Also gar kein einziges Bild an doch, Ananas. Hier, also Entschuldigung, aber das ist ja doch groß und breit eine Ananas. Ja, das ist ja, ja. Ja, Michael, das ist aber ein Gemälde. Ich sprach ja von Zeichnungen. Ach, ja. Ja, das Gemälde benutzen wir für die Restaurierungswissenschaften, um dort verschiedene Techniken der Restaurierung dann dran zu zeigen. Da ist die Ananas auch relativ unwichtig. Ja. Ist das eins von den Ananasbildern, von denen du mal gesprochen hast? Nein, die sind davor. Die sind uns vor ein paar Jahren mal geschenkt worden. Geschenkt? Das ist ja schön. Geschenke bekommt man doch immer gern, oder? Nicht alle. Nicht alle. Wir haben nicht so viel Platz und das kostet viel Geld, solche Dinge hier unterzubringen. Also nicht alle Geschenke können wir annehmen. Diese hier, die sind uns geschenkt worden mit einer Ananasplantage zusammen. Deswegen heißt ach die ja, so. Für mich ist natürlich, der Kaktus ist schon mal, das ist ein Hylocereus. Die Blüte ist wirklich so groß in echt. Wahnsinn. Und die macht die Dragonfruit. Das, was man als Saft kauft, das ist von dieser Pflanze. Und was noch viel cooler ist, die Engelstrompete. Die ist übrigens auch natürliche Größe. Die duften auch ganz wunderbar. Das ist so eine Pflanze, die man vor uns hübsch, nicht? Ja, ja. Das kommt ins Forum Wissen. Ach, das kommt ins Forum Wissen? Das kommt ins Forum Wissen. Ja, ja, vielleicht meine Ananas ja auch irgendwann, wenn ich ein bisschen mehr darüber rausgefunden habe. Ja, vielleicht sollten Sie mal probieren, mehr über das Glas herauszufinden. Das ist mal die Idee. Ja, gibt's denn hier einen Glasbläser? Es gibt eine Glasapparate-Baumeisterin an der Universität. Ach, gut, ja, dann werde ich zu der gehen. Also, das können Sie machen, da können Sie einen Termin sich besorgen. Super. Vielleicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Gut, ich bin Journalist, ich weiß, wie sowas geht. Dann werde ich zur Glasapparate-Baumeisterin gehen. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für den Hinweis. Und vergessen Sie Ihre Ananas bitte nicht.